Ach mein Gott, ja, da fällt mir gleich ein, ja, der Frau Und noch den eine Hof Sache, machen und so. noch eine Sache, Ja. weil die Heilung passiert ja, kann in dem Moment passieren, wo mir das bewusst wird, ah, so mache ich das immer noch. Ja. Und wenn ich dann neugierig werde, ah, okay, welche Ebene in mir, was ist denn das authentische Bedürfnis, auf welcher Ebene in mir lebt das? Ja. Und dann kann ich zum Beispiel den Dreijährigen vielleicht in mir finden, der wirklich einfach nur emotional mal bei der Mutter landen will und einfach nur hören will, ah ja, ich höre dich, ich merke, dass du traurig bist, komm, ich nehme dich mal auf den Arm. Ja. Und wenn ich dann da bin, dann komme ich wie so an die Stelle oder an die Stellen, wie es wirklich geht. Und das ist natürlich oft ein Weg, weil das da natürlich auch viel Angst mit verbunden ist, wenn ich das nie erlebt habe. So, dann ist es natürlich sehr verletzlich, auch meinen inneren Dreijährigen zu fühlen, der was will oder was braucht oder der wirklich bedürftig ist. Ja, voll, das ist, danke, ein tiefer Einblick in die eigenen Kulissen nach hinten, ne, was sich vor der Kulisse abspielt, eigentlich was im Kern, im Inneren irgendwo drinnen ist. Ein authentisches Bedürfnis, das Wort habe ich sehr schön gefunden, habe ich mir aufgeschrieben. Hast du gesagt, authentisches Bedürfnis? Ja, sich an dem zu orientieren. Ja, total. Ich erlebe das in meiner Partnerschaft auf jeden Fall, dass ich da noch irgendwo etwas brauche, der andere spürt das, weil ich selbst mir natürlich, ich kann ja nichts dafür auf einer Ebene, nichts meinem authentischen Bedürfnis bewusst noch bin. Was das eigentlich ist, weil das kann auch sehr viel Klarheit bringen, ne, und Erleichterung, wenn man das endlich weiß. Ich Ja, glaube, nichts genau. Schlimmeres gibt es wie Unklarheit, ne? Das ist irgendwie, man hängt irgendwie und man weiß nicht, was ist jetzt los, ja. Ja, das ist halt ein Teil des Prozesses, ne? Dann entsteht vielleicht in einem Teil eine Klarheit und der eine Teil kann heilen. Und dann entsteht wieder eine, also so kenne ich das bei mir, dann entsteht wieder eine Unklarheit und ich weiß wie nicht, worum geht's. Und dann kann ich entweder, wenn ich das schon in der Lage bin, alleine zu machen, forschen in mir oder ich suche mir ein Gegenüber, was mich dabei begleitet. Und wir wieso gemeinsam rausfinden, ah, okay, wo, ne, wieso gemeinsam. Es ist ja oft eine Reise von der Unklarheit, dass es wieso immer ein bisschen klarer wird. So, das ist ja ein Prozess. Und ich wollte noch eine Sache zu der Schuld sagen. Weil oft ist Schuld auch, finde ich, oder Scham und Schuld sind oft auch damit verbunden, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Und an der Stelle schäme ich mich dann oder fühle mich wie so falsch, weil ich davon ausgehe, weil mein Bedürfnis nicht erfüllt wurde, fühle ich mich falsch. Dabei war eigentlich meine Umgebung nicht in der Lage, darauf zu antworten. Aber ich verinnerliche quasi, ich verinnerliche das Versagen meiner Umgebung.